Wie mir? Hey, ich bin ja das Opfer. Okay. Greifen mich eure Wachen eigentlich noch an? Das würde mich jetzt interessieren. Warum habe ich keine Schuhe mehr an? Wo sind meine Schuhe hin? Jemand hat meine Schuhe geklaut. Jemand hat mir meine Schuhe geklaut. Meine armen Schuhe. Die verachten mich gar nicht. Sind die echt so dumm? Naja, ich denke mal, die wurden echt... Die wurden extra so gemacht, dass die einen nicht so gut bemerken. Weil sonst wäre es ja unfair. Teilweise. Ah, er springt auch runter. Ja, ist logisch. Ich spreche dich mal an, ne? Okay, man kann dich nicht ansprechen. Na. Kannst du nicht springen? Moment. Ich bin im Ernst falsch gelaufen. Wo habe ich geladen? War klar, ich habe am Ende der Welt geladen. Bin auch so talentiert mit dem Laden, Speichern und so, ne? So, wo war der Ausgang? Davon. Jetzt sag nicht, er kommt nicht hinterher. Dann gehe ich alleine, ist mir egal. So. Nein, falsch, da lang. So. Hier durch war. Ach so, ja. Ah, Mann, nur. Holzstör zu die Geralberge. So. What are they doing there? Ich hau jetzt ab. Okay, eine unsichtbare Wand versperrt mir den Weg. Man kann hier also nicht. Okay, egal. Mache ich jetzt nicht. Ich dachte schon, eine unsichtbare Wand wird mir jetzt auch den Weg nach oben versperren. Das Tor habt ihr ja sauber zerlegt. Meine Güte. Und nun, wo ist Redimes? Im Burgfried. Worauf wartet ihr? Geht los! Wenn es eine Falle ist, um mich zu töten, wissen die Wachen Bescheid. Ihr hättet keine Chance, hier lebend rauszukommen. Ich rate euch also, keine Dummheiten zu machen. Denkst du, ich bin dumm? Warum bringt er eigentlich? Oh nein! Da läuft dieser Hund! Da unten auf der Brücke. Er flieht vor uns. Ihr habt mich also reingelegt. Das hatte ich befürchtet. Was? Hab ich nicht. Nein, das hab ich nicht. Und wie erklärt ihr euch dann diese Schweinerei? Redimes ist nicht im Burgfried, weil er gerade dabei ist, über die Brücke da unten zu laufen. Seht doch selbst. Ihr habt gerade euer Leben verwirrt. Wo sollte ich das denn bitte wissen? Halt, tötet mich nicht. Warum nicht? Weil das niemanden rettet. Vielleicht... ist die Erkenntnis seiner Lage das beste Mittel, sich aus ihr zu befreien. Vielleicht sollte ich euch verschonen. Allein um den Tod meines Herrn auf gerechte Art und Weise zu rächen, den ihr in Verblendung getötet habt. Gut, ihr habt recht. Niemandem ist geholfen, wenn ich euch nun tötete. Ihr müsst Redimes erledigen. Nur... leider ist er schon zu weit gelaufen, um ihn auf normalem Wege einzuholen. Über die Treppen könnt ihr nicht mehr wischen. Ihr müsst wohl oder übel über die Rampe hinuntergelangen. Ihr wisst schon, die Rampe endet am Vorratslager. Ich rate euch aber, langsam zu gehen. Wenn ihr rennt, könnte das schmerzhafte Folgen haben. Macht schnell! Tötet Redimes! Schwert wieder Schwert! Wenn ihr versagt... solltet ihr nicht hierher zurückkehren, falls ihr da noch lebt. Ja gut, wo ist jetzt... Also ich weiß auf... Ah! Okay. Wir müssen auf jeden Fall da runter, wo wir eben nicht hochkamen. Genau, hier runter. Das könnte schmerzhaft werden. Ja, sag ich doch. Ihr könnt nicht mit Nettel warten.
Okay, warten wir eine Stunde. Vielleicht ist er dann ja immer noch da, wo er vorher war. So unlogisch. Ja klar, jetzt kann ich gleich schon wieder warten. Okay, ich gehe einfach. Ich halte die Taste immer noch gedrückt. Das ist gut. Das hat mir geholfen. Okay, sind da. Unten. Das ging ja schnell. Ich kann mal voraus lange an. Hoffentlich erwische ich Redemis noch rechtzeitig. Hoffe ich auch. Denn sonst wäre die Quest gescheitert. Boah. Game over. Wo ist denn der? Hat er gerade das Reh getötet? Was geht denn mit dem Reh ab? Redemis! Hey, was habe ich euch denn getan? You have killed me not. Doch. You have killed me. What the fuck? Ihr habt mich verraten. Ihr habt euch mit diesem Abschaum verbündet, um gegen mich zu kämpfen. Ja, ihr seid nämlich Redemis, der Verräter. Ihr dreckige kleine Schlammkrabbe. Wagt es nicht noch einmal, mich zu beleidigen. Ihr werdet jetzt sterben. Wir werden ja sehen, wer sterben wird. Woher wusstet ihr alles? Was? Dass ihr euch mit dem Hauptmann verbündet habt? Ich wurde gewarnt. Von einer seltsamen Frau. Was? Melissa hieß sie. Sie sagte mir, dass ihr mit dem Hauptmann kommen würdet. Da bin ich geflohen. Ihr habt meinen Plan zunichte gemacht. Zahlt dafür mit eurem Blut! Was? Warum hat sie mich denn jetzt verraten? Okay, jetzt verstehe ich nichts mehr. Oder so fast nichts mehr. Doch, ich verstehe nichts mehr. Gott, ich will doch nicht meine scheiß Truhe beschwören, Soldat. Ich will doch nur einen Feuerball aus geringer Heilung. Oh ja, sehr gering. Wie soll ich das bitte überleben? Sagt mir das vielleicht auch jemand? Okay, ich brauche auf jeden Fall einen Trank, einen Heiltrank. So. Hallo? Der ist zu overpowered. Der ist zu imbalanced. Hallo? Nee. Mal im Ernst. Der ist viel zu imbar, den töte ich so. Ich lass mich doch nicht verarschen hier. Der letzte Schrecken wurde beseitigt. Redemis ist tot. Wow. So, wo ist diese Schlampe, die mich verraten hat? Oh, Klemmer von Redemis. Oh my goodness. Macht das Schaden. Ja, ich weiß. Ich hätte sie eigentlich nicht verdient, weil ich es gecheatet habe. Aber das war viel zu übertrieben. Das war sowas von viel zu übertrieben. Heiltrank. Ausdauertrank. Okay. Vorbei. Er ist tot. Das ist gut. Ja, ihr werdet jetzt sterben. Verräterin, ihr habt ihn gewarnt. Weshalb sprecht ihr Anschuldigungen aus und kennt nur die halbe Wahrheit? Ich werde mir schon etwas dabei gedacht haben, als ich Redemis warnte. Ihr hattet den Offizier auf eure Seite gezogen. Dennoch wärt ihr gestorben. Wärt ihr zum Bergfried zurückgegangen, zusammen mit dem Offizier? Dann hätte Redemis euch trotzdem getötet. Seiner Falle wärt ihr nicht entkommen. Gekommen. Was? Er lauerte in der Dunkelheit im Bergfried. Sicherlich, sobald er zugeschlagen hätte, hätte ihn der Offizier getötet. Aber euch hätte Redemis noch meucheln können, ohne Wenn und Aber. Stellt das nicht in Frage, ich weiß, wovon ich rede. Nerv nicht. Ich sah nur eine Chance, euer Leben zu retten. Ich musste Redemis vor euch warnen. Als er hörte, dass ihr euch mit den restlichen Wachen verbündet habt, anstatt sie zu isolieren, ergriff ihn die Furcht. Er lief so schnell er konnte aus der Festung bis hier hinunter. Und ihr habt den Schrecken nun besiegt. Gut gemacht. Ihr hättet es mir gleich sagen können. Was regt ihr euch auf? Was geschehen ist, ist geschehen. Im Nachhinein zu sagen, was hätte anders sein können, ist sinnlos. Ja, ist klar. Eine typische Verhaltensweise von Leuten, die nicht zufrieden sind, dass ihr Leben gerettet wurde. Ich töte dich gleich, echt? Ich habe also euer Leben gerettet. Seid mir bitte dankbar und klagt mich nicht an.
Fedims Plan sah von Anfang an euren Tod vor. Das werde ich euch dankbar sein. Ohne mich hättet ihr nicht überlebt. Hallo, wo ist die Gesprächsoption? Ihr kleine Schlampe, ich töte euch. Wo ist die? Die fehlt. Die hat jemand vergessen einzubauen. Mann. Ich? Seid ihr blind oder was? Wer ich bin, sollte doch vollkommen klar sein. Ich verstehe nicht, dass ihr es nicht erkennt. Sagt es mir bitte. Moment, nein, ihr seid Melissa, oder? Ha! Ich gebe euch nur einen Tipp. Hört auf den Hauptmann, dann werdet ihr mich verstehen. Lebt wohl. Die nächste... Es war klar. Vor euren Augen nehmen plötzlich Bildergestalt an. Ihr hört eine Stimme, doch nicht in eurem Ohr, sondern in eurem Kopf. Wer ich bin, ist leicht zu beantworten.